Vor 2 Jahren sind wir hier eingezogen. Wir hatten uns alle Elektrogeräte neu gekauft. Wir wollten es ja schön haben. Und jetzt? Erst ging der Toaster kaputt. Dann die Waschmaschine. Der Kühlschrank. Der Drucker. Die Kaffeemaschine. Sogar die Brotbackmaschine. Und das Waffeleisen. Das Ding ist jetzt auch... Alles hinüber. Und alles wenige Tage nach Ablauf der Garantie. Zuerst wollte mein Mann die Geräte selber reparieren. Zur Hölle noch mal! Aber dann hat er sich doch dazu durchgerungen, einen Installateur zu rufen. Du rufst jetzt sofort den Installateur an. So, hier ist er. Keine Garantie mehr? Schmeiß weg, Mann. Kauf neu. Das wollte nicht in meinen Kopf rein. Geräte, die eigentlich noch gut sind, sollen auf den Müll? Dann ist er mit dem Drucker unterm Arm zum Hersteller gefahren und wollte ein Ersatzteil haben. Die haben gedacht, das ist total plemplem. Lassen Sie mich! Das ist mein gutes Recht! Der Drucker ist nur noch wie neu! Drucker reparieren. Ich meine, das ist ja so, als würde ich die Löcher in den Socken selber stopfen. Mittlerweile komme ich damit aber klar. Wenn Papa regelmäßig seine Pillen nimmt. Wir kaufen jetzt einfach noch viel billigere Geräte, damit wir uns nach 2 Jahren gleich neue leisten können. Und wir kaufen gezielt vor Weihnachten. So können wir uns 2 Jahre später die neuen Geräte selber zu Weihnachten schenken. Ja, Weihnachten! Ja? Oh. Moin, der neue Fernseher ist da. Ah, wir brauchen gar keinen neuen Fernseher. Wir haben einen, der hat doch noch Garantie. 5, 4, 3, 2, 1... Oh Mann! Unser Fernseher ist jetzt auch Schrott. Ja, so ein Zufall. Nicht schlimm, wir haben schon 9. Danke. Viel Spaß damit. Sehr freundlich. Ach, super! Ja, guck dir den mal an. Aber ist er noch größer? Ja, er ist reingekommen hier. Guck mal. Und der ist ja richtig cool. Ja, der ist viel größer als der letzte. Aber der alte muss jetzt erstmal weggeschmissen werden. Ja, das geht ja ganz schnell, ne?